Wir könnten... Jemand. Hier auch nochmal Schädel. Können wir den runterholen da? Wozu? Keine Ahnung. Er sieht... Der was weiß ich? Das übersteht. Was weiß ich, warum wir den da runterholen wollen? Unsinn. Ich habe doch keine Ahnung. Ich weiß. Der Besen ist eher etwas für große Versteinerungen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das bringt. Das geht's. Das geht's. Unsinn. Das geht. Vielleicht den Anspitzen oder so? Ich weiß nicht. Unsinn. Unsinn. Immer nur Unsinn. Ich quatsch nochmal gerade hier mit dem Schatten. Ich sehe, du warst bei meinem Lieblingsmagister. Ich werde auch bald zu ihm reingehen. Meine Prüfung steht bald vor der Tür und ich muss sicher gehen, dass das alles mit rechten Dingen zugehen wird. Kann ich irgendetwas für dich tun? Ich denke, du kommst zu spät für deine Prüfung bei Magister Bodiak. Das hat sich, glaube ich, erledigt. Ich bezweifle, dass dich der Magister heute noch empfangen wird. Du scheinst dir da ja sehr sicher zu sein. Ja, hör zu. Verdammt, ich brauche einen neuen Plan. Du gehörst nicht gerade zur mitfühlenden Sorte, oder? Nein, was mache ich denn jetzt? Wenn du in die Akademie zurückkehrst, schick bitte Breda her. Alles zu seiner Zeit. Jetzt muss ich erst einmal nachdenken. Ja, gut, dann hau rein. Bis später. Mach es gut, mein Freund. Das hat uns ja nicht so viel gebracht. Quatschen wir nochmal mit Nuri. Mach keinen Unfug. Wir sehen uns dann später. Bis später. Mach kein... Bis... Sie verhält sich immer mehr wie ein richtiger Rabe. Okay, das bringt uns auch nichts weiter. Die Tür ist nun offen. Das sehe ich. Ich kann ich den hier... Warte mal. Verzeih, aber das wäre eine Verschwendung meiner schurkischen Erfindungskraft. Dem Honig fehlt die entscheidende Idee. Ah, warte mal, warte mal. Da brauche ich keinen Zauber. Wir machen doch kaputt. Da bringt der Zauber. Da muss nicht... Es scheint... Da brauche ich keinen Zauber, ich kotze. Mach das Ding doch einfach kaputt. Besser nicht. Du sollst es einfach nur zerstören. Wozu? Besser nicht. Das übersch... Das weg... Besser nicht. Besser nicht. Besser nicht. Verzeih, dem... Dem Honig fehlt die entscheidende Idee. Warte mal, ich... Huch. Schönes, aber... Ja, wenn... ja, wer braucht das schon? Ich geb das Ding gerade mal den Uri. Vielleicht kann die ja damit was anfangen, irgendwie. Ach was. Ach was. Wozu? Ich geh mal ach alle, was. Alle Sachen durch. Ach was. Ach was. Unsinn. Ach was. Was. Ich ach weiß was. Nicht. Gut, das bringt uns alles jetzt nicht weiter. Es muss... Oder wir müssen... Ja, mit dem Besen komme ich doch nicht... Aber außerdem können wir mit dem Fenster... Ich weiß nicht. Ja. In den Fenstern nichts mehr machen. Es muss irgendwas hier drin sein. Ich lasse ihn. Können wir ihn in die Schublade packen? Ich lasse ihn. Oh je. Hä? Was? Ah, warte mal, können wir ihn jetzt wieder zusammensetzen? Ah, der hat da... Er hat da irgendwie einen Schlüssel. Warte mal, wir brauchen... Oh nein. So steif wie... Er hält einen Schlüssel in der Hand, aber genau so, dass ich nicht herankomme. Mit dem Besen? Geht nicht. Mit...
Ich könnte versuchen, einen Abdruck vom Schlüssel zu machen, aber so wie er ihn hält, komme ich nicht ran. Nein, was soll das auch bringen? Vielleicht mit Honig einschmieren? Jemand muss ihn zurückverwandeln. Jemand? Scheiße. Aber wie? Unsinn. Geht nicht. Geht nicht. Einzige, der das könnte, wäre ja der Fahi, ne? Der kann ja... kann ja Dinge irgendwie wieder lebendig machen. Aber wir kommen hier nicht weg, ne? Oder? Kommen hier nicht weg. Bis später. Mach es gut, mein Freund. Ja, schon. Ja, schon wieder. Alles riecht nach die Tobi. Ja, riecht nach Rosen. Meister, Meister, gib mir Rosen. Mach keinen Unfug. Wir bis später. Sie verhält. Das bringt uns echt alles nicht weiter. Weil wenn ich den jetzt antatsche... fällt er wieder zusammen. Wenn ich ihn jetzt vielleicht mit Honig beschmiere... Jemand muss ihn zu... Ich kann hier ja so nichts machen, ne? Ich weiß nicht. Oh je. Ich lasse ihn. Dietrich hier vielleicht irgendwie... Ach was. Geht nicht. Ich habe echt keinen Plan. Ich habe echt nicht die geringste Ahnung. Aber das muss irgendwas mit dem Schädel hier zu tun haben. Da bringt er. Er sieht alt aus, der Magister. Ja, ich weiß nur nicht was. Es würde nur. Ich weiß echt nicht was. Ich weiß. Weil wir haben hier oben ja echt nur die Tür und das Schloss, ne? Mir fällt dazu nicht. Ja, das bringt mir auch nicht. Das würde das Schloss. Das würde das Schloss nur wirklich. Das bringt. Nein. Das würde das. Das würde. Das Unsinn. Wozu? Das geht. Mir fällt. Das bringt. Ach was. Mein Getreu. Noris, ich trage. Ja. Wieso besitzt ein nobler Magier wie Eurich einen Ring Dietriche? Der bittere alte Mann mochte es wohl süß. Igitt. Steckt eine Hexe hinter dem Angriff auf Eurich? Wohl eher nicht. Eurich ist genauso nachlässig mit brennenden Kerzen wie ich. Nichts passiert. Offenbar ist es weder zerbrechlich noch kaputt. Da brauche ich keinen Zauber. Das übersteigt. Sonst konnte er immer sein Messer kaputt machen. Was hat es mit dem komischen Kauz hier auf sich? Wenn ich da jetzt einfach hingehe. Er hält aber genau. Ja, den Schlüssel hält er in der Hand. Jemand. Mir fällt. Aber so wie er ihn hält, komme ich nicht ran. Aber wie soll ich denn sonst da rankommen? Irgendwie von der anderen Seite, ne? Die Tür ist nun. Ja. Die Tür. Eurichs. Eurichs Haus. Kann ich hier irgendwie. Ich muss hier irgendwas machen. Ich hab nur echt keine Ahnung. Unsinn. Echt keine Ahnung, was das Haus vielleicht abfackelt. Das geht so nicht. Das bringt. Es würde nur.
Es würde nur stumpf werden. Bis später. Mach es gut. Verzeih, aber dem Hof... Besser nicht. Ich verstehe es nicht! Findet einen Weg in Ulrichs Schreibstube. Ja, fertigt einen neuen Schlüssel an. Witzig, echt witzig. Unsinn. Wozu? Ja. Wie? Wie soll ich hier so einen neuen blöden Schlüssel herstellen? Ah, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal. Kann ich die Tür hier da oben dranhängen oder so? Mir fällt dazu nichts ein. Kann ich natürlich auch nicht. Keiner der... Das ist auf jeden Fall der Schlüssel hierfür. Und ich muss einen neuen herstellen. Habe aber nur hier meine Sachen. Ich weiß... Ich... Geht nicht. ...kann hier schlicht und ergreifend irgendwie... Das geht... ...nichts tun. Ach was. Das geht... Das geht... Geht nicht. Ach was. Geht nicht. Geht nicht. Ach was. Ja, war Magister Dingsbums 1. Ich weiß. Ach was. Ach was. Ach was. Ich weiß nicht. Warte mal, wir machen den nochmal gerade kaputt. Und... ich würde... Ah, warte mal, wir fegen ihn einfach zu... Ah, jetzt raff ich's. Jetzt raff ich's. So, und jetzt nochmal. Weil so komme ich nämlich jetzt an den Schlüssel, wenn ich den packe. Genau. Dann verabschiedet sich der gute Mann wieder. Verdammt. Der Schlüssel ist genauso zerbrechlich wie Ulrich. Gut, dann wieder hoch mit dem Kerl. Ulrich, der Wagen bricht so in den... Der Honig würde den Schlüssel zwar kleben, aber auch seine Form verändern. Ob wirklich dieser... Ja, wozu? Das ist jetzt so eine Sache. Das geht so nicht. Er wurde mitversteinert. Nein! Verdammt. Oh je. Ich lass ihn. Kann ich den nach draußen kehren? Nein. Ich lass ihn. Nein. Nö, kann ich nicht. Wählen. Unsinn. Unsinn. So, jetzt hier vielleicht mit der mit dem Kerzenwachs. Was ist, wird das? Der Honig würde. So, jetzt müssten wir aber doch was haben, oder? Wachsform. Okay, wir haben da einfach Wachs drüber gekippt, wie auch immer. Dann jetzt... Ich habe etwas Honig in die Form gegossen. Wachsform mit Honig. So, das Ding müssen wir dann jetzt... Deshalb fehlt ihm nämlich auch die Form. Welch Wortwitz. Hier, Schatten, mach das hart für uns. Ich muss dich um einen weiteren Gefallen bitten. Kannst du diesen Honigabdruck zu einem Schlüssel verhärten? Ich mag deinen Erfindungsgeist. Gib her. Weiches, erstarre, fließendes Verharre. Danke. Vielen Dank. So, und jetzt, warte mal. So. Ich kratze das Wachs vorsichtig ab. Schlüssel! Yippie-yay! Und mit dem Schlüssel gehen wir hier hinein. Aber wozu ist das blöde Geweih gut? Bei Fex. Es hat tatsächlich geklappt. Und was erwartet uns hier? In die Schreibstube.
Es erwartet uns nichts, sage und schreibe. Was? Coole Zeichnung. Die Worte "Nichts ist jemals verloren" stehen darunter. Liste? Hasenauge? Elmerion? Rondellions Fanghorn? Das scheint eine Liste von magischen Artefakten zu sein. Manche tragen einen Vermerk zum Aufenthaltsort, andere sind abgehakt. Ein Andergaster wie Eurich kann sich diesen ganzen magischen Firlefanz doch gar nicht leisten. Am Ende kommt noch raus, er war gar kein echter Magier, sondern nur ein gemeiner Dieb. Das scheint eine Liste von... Der war bestimmt ein Dieb. Eine riesige Festung auf einem Berg. Sieht so Draconia aus? Ich sehe mir... Ups. Ein Geheimfach. Ja, das wird, 100% wird das Draconia sein. Wenn wir es denn jetzt hier hätten, aber er hat es verloren. Hoffentlich ist das kein Spucknapf. Klar, wir seinen ekelhaften Schnupftabak oder das so. Das übersteigt meine Kräfte. Nee, Kautabak. Eine versteinerte Ratte und Zeichnungen von der Maske. Eine Ratte mit einem... mit einer Hand auf dem Kopf? Genau wie Eurich. Hier sind überall kleine gekritzelte Noten. Ganz oben steht, nach all den Jahren endlich Antwort. Die Maske ist in Draconia. Morgen breche ich auf. Auf einem anderen Zettel dann, gestern zurückgekehrt, konnte die Maske nicht finden. Das Konzil verweigerte mir den Eintritt in die Festung. Dafür bestach ich einen Adepten und besitze nun den Rubin. Doch ohne das Artefakt bleibt er wertlos. Draconia? Die Maske, der Rubin? Wann verrät mir endlich jemand, was das alles soll? Das ja. sind ausschließlich Studien der Maske. Er schien besessen von ihr gewesen zu sein. Irgendwas muss es ja mit dieser Maske auf laut sich haben. Laut seinen Notizen ging der Kauz nach Draconia, um die Maske zu suchen, und kam nur mit einem Rubin zurück. Der Staub ist zu fein für meine Finger. Dann mach's doch wieder ganz. War das eine Art Experiment? Es sieht zumindest so aus. War das eine... Warte, wir machen sie nochmal kaputt. Dann nehmen wir das Gefäß. Ich nehme das Messer, um den Staub in das Gefäß zu kratzen. Hängt da noch was? Hallo? Ich komme hier nicht mehr raus. Jetzt. Merkwürdig, wenn ich hier reingucke. Laut seinen Notizen ging der Kauz nach Draconia um... Okay, jetzt, ja, jetzt funktioniert's wieder. Laut sein... Merkwürdig, eben hing ich da fest. So, wenn ich das jetzt hier... Nicht solange die Ratte noch in dem Gefäß ist. Okay. In Bibliothek. Breda soll sich damit befassen. Ich muss herausfinden, was hier geschehen ist. Gut, damit befasst sich die Breda, habe ich mir schon fast gedacht. Eine Zeichnung von einem jungen Jäger und einer noch jüngeren Frau. Das muss Meister Ulrich gewesen sein, er war bestimmt ein Jäger. Erst das Schloss an der Tür und nun dies. Was hat dieser Kauz nur zu verbergen? Ja. Da unten ist auf jeden Fall der Rubin drin. Meine Hand ist zu groß, ich komme nicht bis zum Boden. Wenn ich das Ding da unten nur irgendwie anheben könnte. Ja, mit dem Messer? Das Messer ist ein Stück zu kurz. Hier gibt es nicht... Ja, mit dem Besen? Der Besenstiel ist viel zu dick. Dann mach ihn doch einfach mal hier dünner. Ach was. Ja, warum auch? Ich habe den Staub in die Ritze gekippt. Genau, wir kippen einfach die Ratte in die Ritze. Ha! Genau.
Ein Rubin. Nimm ihn. Er hat einen Sprung. Oh, mein Kopf. Zeit für eine Vision. Da ist jemand nebenan. Oh, nicht schon wieder.